Und ein wunderschön zurück zu diesem wunderschönen Let's Play, zu diesem wunderschönen Stern, der da heißt El Ronimus, powered by Anonymous, from the Airbus. Okay, genau. So, das ist, weil wir wollten gucken, ob das Pferd auch Äpfel ist. Achso, habe ich gesagt, ich wollte hier dabei. Weil ganz ehrlich, ich weiß halt nicht, wie man. Weil normalerweise, wenn Tiere satt sind, also wirklich sich, ja, glücklich gefressen haben, dann bekommen sie immer so ein Herzen. Aber irgendwie das Pferd, ne, das hat irgendwie. Das bekommt irgendwie keine Herzchen. Und vielleicht reicht Stroh alleine dafür nicht aus, sondern muss ein Pferd hat da vielleicht ein bisschen höhere Ansprüche. Weil vielleicht, wenn es diese Kackdinger hat, wie diese Kackherzen, vielleicht kann ich dem dann auch einen Namen-Tag geben. Wisst ihr, wie das meine, wie ich meine? Oh. Hä? Was? Klar, wisst ihr, ich fütter das Pferd und als Belohnung krieg ich erstmal hier einen Stromschlag gesetzt. Scheiß Pferd, Alter, kriegst nie wieder was zum Futtern. Kannst du mal glücklich werden, Miststück, Alter. Drecksmutter, ey. Ernsthaft. Hasse dich. Ich komme nie wieder hin. So dankt ihr uns, ja. Das werde ich nie vergessen. Das werde ich nie vergessen. Manche Sachen, ja, die tun weh. Seelisch. Okay. Vorschlag zur Güte. Du kommst da weg. Ja, nächstes Mal mit einer Axt vielleicht. Und kommst dahin. Und hier kommt die Leiter, also hier kommt der Eingang zur Hölle. Die wir jetzt bauen. So, die Frage ist, wie. Achso, halt, erstmal sollte ich mir ein paar Leiter mitnehmen, damit ich auch Leitern bauen kann. Hier würde ich doch wieder hochkommen, wenn kann. So, die Frage ist, wie tief soll der Keller werden? Wir haben keine Leitern mehr? Was ist denn hier los? Leitern hat man doch normalerweise immer im Überfluss. So, 6 sollten reichen. So. Hallo? Genau, wie die Frage ist, wie gesagt, wie hoch sollte der Keller werden? Doch, wir machen 4 hoch. 4 hoch ist eine gute. Ne? Klingt vernünftig. Haben wir Stein dabei? Haben wir. Eins, zwei, drei, vier. So. So, das heißt noch kurz, wenn hier das Ding ist, dann müssten wir hier eigentlich auch wieder. Ach komm, mach ich denn? Lass ich das so. Die Frage ist, womit kleiden wir jetzt die Wände aus? Ein bisschen hell machen. Oh, ich würde sagen, ich bin gleich tot.
Ich würde mal sagen, wir schmeißen einfach mal ein bisschen Gestein in den Ofen. Und dann machen wir am besten diese Seitendinger hier aus Apfelbaum und Kuchen. So. Oh, unsere Kohle ist auch langsam aufgebraucht. Na gut. Wir haben jetzt ganz schön viel Holz. Was wollte ich jetzt gerade machen? Genau. Eine neue Schippe. Axt bauen. So, packen wir den dahin oder dahin? Ich pack's dahin. So. Weil das Problem ist, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dass die Werkbank immer auf der Seite steht, dann kommst du völlig durcheinander, wenn die immer da steht jetzt. Das kriegst du ja Asthma und AIDS. So, wie weit geht unser Haus da hinten rein? Das müssten jetzt eigentlich 6 Blöcke sein, ne? Genau, 6 Blöcke. So, 1, 2, 3, 4. 5, 6. Ja, wir bauen den ganzen Park. So, das heißt aber auch, dass ich die Wände denn tatsächlich doch rausreißen muss. Weil die sollen ja, wie gesagt, mit Clean, Brickstones, egal, ausgekleidet werden. Oh, stimmt, draußen ist dunkel. Ha! Ja gut, egal, schaut uns hier drinnen nicht. Hier drinnen ist hell, das ist alles, was zählt. Blöd wird's nur, wenn auf einmal draußen ein Kübel explodiert. Ach nee, geht ja auch nicht mehr. Wie gesagt, ich habe heute früh vor der Aufnahme hab ich Mob Griefing deaktiviert. Damit halt die ernsten Endermänner nicht kaputt machen. Wobei es war, glaube ich, sogar schon vorher deaktiviert. Ich habe gar nicht geguckt, ob in der Config bereits so eine Einstellung drin war. Ich habe es nämlich damals, glaube ich, gar nicht aktiviert gehabt. Wie ist es egal? Auf jeden Fall ist jetzt Mob-Briefing auf jeden Fall deaktiviert und ja. Das heißt, wie gesagt, eigentlich als Schutz vor die Endermänner, dass leider keine Funktion gibt, die nur die Endermänner deaktiviert ist, habe ich damit natürlich dann auch die Creeper deaktiviert. In dem Sinne, dass sie zwar noch explodieren, aber damit nichts mehr kaputt machen. So. So, kommt da wieder Licht hin. Sonst wird zu schnell dunkel. Und das wäre das Schlimmste, was man machen kann. So, hier jetzt auch schon mal ein paar Löcher reinklatschen. Und ja, die Fackeln bleiben hier nicht, das ist nur erstmal provisorisch zum Bauen, damit es hier nicht dunkel wird. Aber die können sowieso gar nicht bleiben, weil da ja später die Bricks hinkommen. Ne? Von daher. Aber das wusste ich natürlich bereits. Auch die sich bestimmt schon fleißig in den Kommentaren ausgekotzt haben. Ich meine, wie könnte ein Mensch so dumm sein, das nicht zu wissen? Hält man jetzt die Schnauze da oben? Was ist los mit dir? Junge, kiff mal weniger. So. Gut, jetzt kommt das hier.
Ja, die Dinger hier bleiben später hohl, aber hier kommen später Holz hin. Also sind der werden die Balken weitergeführt, weitergezogen. Und schon ist die Leiter im Arsch. Habe ich Holz dabei? Nee, habe ich nicht. Das heißt, ich müsste das hier erstmal provisorisch noch mal dran lassen. Oder mir gleich mal Holz runterholen. Dschungelholz? Nein, Eichenholz. Wieder die Leitern ran. Dann haben wir es auch schon. Dann ist der Aufstiegsmüssen schon mal fertig. Achso, siehst du, wie sieht es jetzt mit Steinproduktion aus? Die ist noch im Gange, sehr schön. Wobei da sowieso zuerst die Kohle leer wird und nicht das Stein. Ach, diese Zombies, Alter. Ich sollte mal doch vielleicht mal ein bisschen ins Bett gehen. Ach, was, ganz ehrlich, wozu? Ich lasse mein Leben doch nicht von ein paar Zombies hier bestimmen, hallo? Vielleicht kommt's noch. Ich bin nachtaktiv. Nachtaktive Menschen bauen nur mal nachts. Das ist Gesetz der Natur. So, wir sind. Oh, das da war's für's. Egal. Sieht man später eh nicht mehr. So, jetzt. Den Boni unten könnte ich natürlich eigentlich auch noch austauschen. Weil der Boden soll Cleanstone bleiben. Aber wenn es schon Cleanstone bleiben soll, dann sollte es auch durchgängig sein. Oh Gott, ja, ich muss hier einfach alles austauschen. Theorie und ganze Granitekack und so und überhaupt. So, dann bauen wir mal eine Axt von schräg unten. Easy. Danke. Das habe ich. Kann wieder weg. Bald wird es auch wieder hell. Tante hat er sich ausgehöhlt. So, we need Cleanstone. Kohle haben wir ein bisschen. Ja, wir müssen auch definitiv wieder Holzkohle machen. Das darf nicht zu kurz. Ach komm, Alter, erstmal hier mit ausklatschen. Ah, wir gehen erstmal pennen hier. Feiern. Eine schöne Nacht mit Dolby Surround Gestöhne. Da hat man gut geschlafen. Das erzeugt so eine chillige Atmosphäre. So. Okay, komm. Wir nutzen mal die Gelegenheit hier beim Schopfe und Schopfen erstmal ein bisschen Vertrauen. Was, by the way, immer eine gute Idee ist. So. Zuallererst schmeiße ich mal dieses gesamte Cobblestone hier raus. Bring das mal ins Lager. Haben wir noch mehr? Nein, haben wir nicht. So. Als nächstes kommt dann Erde. Davon haben wir auch massig. Und schon sind wir voll. Auf los geht's los und dann muss ich mal sorgen. Wahrscheinlich müssen wir immer hier unten drin haben. Ach Mann, ey.
So. Da rein, da rein, da rein, da rein, da rein, da, da rein, da rein, da rein, da rein. So. Easy. Oh, schon zur Hälfte gefüllt. Eieiei. Wie kann man nochmal Upgrades machen? Gibt's Eisen? Achso, okay. Eisen ist aber nur für zwei. Also, da passt dann das Doppelte rein. Na, Gold ist zumindest schon ein bisschen mehr wert. Wir brauchen aber auch immer vier Stück davon. Ah, okay, dann bleiben wir wahrscheinlich doch bei Obsidian. Ey, ich weiß wo endlich, so viel wir Obsidian gebrauchen könnten. Ja gut, da, ich meine, wir haben immerhin schon einmal, ne, einmal haben wir bereits gefunden. Aber ich schätze mal, wir sind besser dran, wenn wir hier ein bisschen davon abklatschen, ne. Wenn ich jetzt sage, okay, wir holen 20 so Obsidian-Blöcke, machen 5 Updates, Upgrades und klatschen dann, weil wir können ja hier immer bis 5 Stück reinklatschen. Und das heißt, wir haben dann quasi, das sind ja 5-fach Updates, ne, genau, das heißt, es wird 4 hinzugefügt, weil, ne, dieses X5 heißt, dass da 5-mal so viel reinpasst. Sprich also, man darf nicht falsch verstehen, wenn man dieses Upgrade hinzumacht, wird quasi der Speicherplatz um 4 weitere Speicherplätze erweitert. Sodass insgesamt das 5-fache ist. Und so musst du auch denken, wenn du mehrere kombinierst. Das heißt, wenn pro Upgrade 4 hinzugefügt werden, werden, wenn du 5 Upgrades reinmachst, natürlich dann 20 hinzugefügt. Heißt also, du hast am Ende den 21-fachen Speicherplatz. Und nicht, wie man vielleicht denken könnte, 25-fachen Speicherplatz. Ne? Also immer schön überlegen, wie man das Ganze mathematisch darstellen muss. Ja. Hatte ich aber, glaube ich, sogar schon mal erklärt gehabt. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, welchen Let's Play das war. Ist auch egal. Jetzt habe ich es nochmal erklärt. In Kurzform. So. Gut. Haben wir schon mal ein bisschen mehr Platz bei uns in der Kiste. Das, was am meisten verbraucht, haben wir jetzt raus. Gut, ich könnte mal den Sand hier rausnehmen. Der verbraucht auch ganz schön viel. Und ansonsten, ja, alles andere geht eigentlich. Ja, doch, alles andere geht. Ja, jetzt haben wir gesamtes Lager für 3 Dwarver gemacht. Easy. Jetzt wird auch direkt bei uns hinstellen können, ganz ehrlich. Egal. Immer Gebäude mehr zu haben, ist immer schön. So, hier ist mittlerweile schon Feierabend. Dann würde ich mal sagen, wir machen erstmal Holzkohle, ganz ehrlich, weil wir haben die gesamte Holzkohle verbraucht. Und Holzkohle ist halt scheiße wichtig. So. Okay, mit dem Cleanstone, den wir bereits haben, füllen wir jetzt hier erstmal die Löcher auf. Wir müssen aber hier tierisch drauf aufpassen, dass wir uns nicht verklicken. Weil, ne, Cleanstone kann man nicht wieder abbauen. Also klar, kann man abbauen, aber dann ist er verloren. Cleanstone ist da quasi genauso empfindlich wie Glas. So, ja klar, 21 haben wir jetzt nur übrig, also eine ungerade Zahl. Ja, leco mio. So, und mit diesen 21 können wir jetzt schon unglaubliche 20 Bricks machen. Das ist doch ein Träumchen. Wobei, wir haben ja noch ein paar Bricks, ne? Ein paar haben wir noch. Genau, ja, hat voll was gebracht. Wisst ihr was? Fickt der die Henne? Ich mache, glaube ich, noch ein paar Öfen hin. Oder wir packen ins Lager ein paar Öfen. Ne? Hier hinten so zum Beispiel. Hier kann man durchaus noch ein paar Öfen rein integrieren. Oder dass man sagt, okay, hier kommt... Nein, die ist scheiße. Nee, aber hier könnte man durchaus noch 2 Öfen oder so reinklatschen. Vielleicht auch, wie gesagt, 4. Problem wäre halt nur, dass man die dann von außen sieht. Das heißt, wir müssen dann hier hinten noch eine... Naja, Art Abdeckung schaffen. Oder wir lassen es halt einfach so. Oder wir machen einfach 8 Öfen direkt. Dann sieht es aus von hinten aus wie gewollt. Komm, machen wir auch. Ganz ehrlich. Ist jetzt auch. Ne?
So, na, ach man, so. Dankeschön. So, der Ofen hier bleibt dann quasi aktiv, also bleibt hier drinnen, aber für langwierige Zeit auf, also Sachen, wo wir lange brauchen, nehmen wir halt ab jetzt denn hier die Dinger hier hinten. Gerade für solche Sachen wie Braunkohle machen oder Steinschmelz. Also unter meinem Klon dauert ja einfach alles lange. Aber wenn ich das jetzt so mache, sieht das so vielleicht sogar noch besser aus? Doch. Das, mal gucken, wie die Frage ist ja, wie es von hinten aussieht. Lassen wir erstmal so. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich hier noch, aber das dann besser aussieht. Ach doch, machen wir so. Machen wir einfach mal so. Jütchen. Haben wir sogar noch zwei Öfen über. Für was auch immer wir die verwenden könnten. Renner mit euch. So, Cleanstone. Ach ja, siehste, hatten wir ja nur den einen hier. Da kommt ihr mal wieder raus. Und jetzt halte ich mal die Öfen hier hinten, ein. So, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Was tue ich hier gerade? Da bin ich. Was? Ach, doch, gerade irgendwas nicht hin. Doch, raus hin. Ah, gut. So, du kommst da rein. Nein, was du. Ach, jetzt weiß ich auch, warum sich hinhaut. Den falschen Stack genommen, den wollte ich aufteilen. So. 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 Perfekt. Jetzt kann ich hier unten, nehme ich gleich. Ja, ich habe natürlich das hier vergessen. Wie viel haben wir da? Wie viel brauchen wir überhaupt? Ich nehme erstmal nur zwei Stacks. So. 1, 2, 3. Bam. Bam. 1, 2, 3. Und jetzt hier mal das Gleiche. So, dann bräuchte ich aber noch. Perfekt. Jetzt haut das Idealo Sinus. Danke. 1, 2, 3. Ja, perfekt. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Sehr schön. Das war ganz, ganz viel, ganz, ganz schnell, ganz, ganz Cleanstone. Und dann kriegen wir den Keller sogar zu vielleicht noch heute fertig. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Bisschen überziehen können wir auch noch. Ist ja kein Problem. Wir haben ja kein hartes Limit von einer halben Stunde, sondern nur ein Soft Limit. Das heißt, wir können quasi immer beliebig oft überziehen. Und du brauchst ja bloß noch ein paar Minuten. Maximum. Ah.
Also wir haben unser Keller ist 4 hoch. So, jede Seite hat 6 Breite, das heißt also, wir brauchen für jede Wand 24 Dinger. Und haben 6. Ey, das würde sogar genau passen mit dem, was wir. Ah ne, wir haben ja schon 23. Es ist also sogar ein bisschen zu viel. Das heißt, wir können hier oben sogar immer ein paar rausnehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, easy. Und dann können die nämlich unten auch direkt wieder rinnen in die Kiste. Bam. Sehr schön. Dann kannst du wieder raus. Und du wieder raus. Ich weiß, die könnten ja eigentlich sowieso immer Kohle auf Vorrat drin haben, aber. Apropos Kohle auf Vorrat, ich nehme auch noch ein paar Holzklötze mit. Können wir Kohle auf Vorrat mal produzieren? Fällt mir gerade mal so ein. Wir haben halt kaum noch was. Tja, ich glaube, der Dschungelbaum muss noch mal dran glauben, ne? Ja. Ja. Dann brennen wir die Dinger hier auch nochmal allesamt weg und dann. Ach ja, das ist ja auch genau das. Ach, du bist eine Hure so einer Gleichen. Danke. So, das heißt, genau. Du kommst auch noch mal rein. Mann, da noch mal rein. Da kommt noch mal einer rein. Da kommt noch mal einer rein. Weil die untere wahrscheinlich schneller fertig werden. Da noch mal einer rein. Da noch mal einer rein. So. Genau, kommst du da rein? Du da rein? Du da rein? Und du da rein? Easy. So, dann wird mal ein bisschen Holzkohle produziert. Haben wir von allen Dingen noch ein bisschen was. So, hier haben wir keine Steine mehr drin. Da nicht und da nicht. Halt also scheint es nur noch in den mittleren Beinen. Easy, das schaffen wir es heute wirklich noch. Zeit ist zwar jetzt streng genommen auch schon rum, aber. Pff. Wie gesagt, das ist sowas von Rille. Perfekt. Ab in die Keller. So. Du kommst weg. Die Fackeln machen wir mal hier auf dem Boden. So lange, bis wir hier mal eine richtige Beleuchtung drin haben. Hallo? Danke. Ja, das war schon mal falsch. Ich möchte sterben. Zum Glück kann man diese Bricks ja beliebig oft abbauen. Das ist also kein allzu großer Verlust. So, du da rein, du da rein. Du einmal runter, du einmal runter. Nee. Reicht das mal so, bevor wir doch zu viel produzieren und dann ja. Ach Gott. Ernsthaft jetzt? Danke. Ich fick mein Leben. Oh, ich hab keinen Bock mehr.
So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar. Das sieht sogar fast aus, als wenn es nicht reicht. Habe ich mich verkalkuliert? Bräuchte noch 48 eigentlich. Doch, reicht. Sind jetzt tatsächlich sogar ein paar zu viel, aber das ist jetzt auch kein Problem. Tada, unser wunderschönes Dingsterbumster ist fertig. Mal gucken, wie wenn ich das so mache hier. Vielleicht ist es ein bisschen. Ne? Hauptsache es ist erstmal schön hell. Da haben wir es mit dem Keller echt sogar noch geschafft. Ist doch easy. Tada! Ein wunderschöner Keller. Ist doch geil, oh. Und es ist schon wieder Nacht, Alter. Ich guck's ja nicht. Ja, na dann würde ich mal sagen, schau mit V. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Zu einem neuen schönen Tag. So ein bisschen schlafen. Tschüsschen. In dem Sinne, schau mit V. Und dann sieht man sich, wie gesagt, dann auch ab morgen wieder. Tschüss.